Lee. Guten Morgen, Ian. Frühstück. Es gibt Apfel mit Müsli und Milch. Und woher kommt der Apfel, Ian? Aus dem Regal. Nein, aus Südtirol. Voll ganz norwegisch, klassisch norwegischer Apfel. Wir haben im Angebot heute Vollkorn, Fruchtmüsli mit Ananas, Bananenchips, Rosinen und Haferflocken. Oder wir haben ein Bärenmüsli. Da sind Beeren, Haferflocken und irgendwelche Flakes drin. Sieht auch sehr gut aus. Man sehen kann, ist es komplett der ganze Gehweg vereist und die streuen hier kein Salz, sondern tun hier immer nur Schotter hinschmeißen. Die Straßen sind frei, aber hier ist eine komplette Eisschicht. Erster Unterschied, den wir bemerkt haben in Norwegen. Und es macht überhaupt keinen Spaß, mit Koffern und einem fetten Rucksack über dieses Teil, über diese Eisfläche rüber zu laufen. Man bemerke, Ian hat eine Daunenjacke an. Und lange Hosen. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Ikea. Und wir haben nämlich noch keine Bettdecke, Bettbezug, Kissen. Und das wollen wir jetzt kaufen. Und es hat Schnee und Eis. Und es ist kalt. Wir haben es schon mal hergeschafft. Wir haben uns nicht verfahren, würde ich behaupten. Ian ist gespannt, ob wir überhaupt den Ikea finden. Ich bin da ganz zuversichtlich. Durch Tunnel durch. Ja. Wir waren gestern auch zum ersten Mal einkaufen und da ist uns aufgefallen, dass es ein bisschen teurer ist in Norwegen. Das wussten wir ja schon, aber was extrem uns aufgefallen ist, dass einfach Gummibärchen kosten das Kilo 20 Euro. Ja, verlässlich einfach in den Kopftuch reingesteckt. Da brauchen wir schon nicht das Handy ans Ohr heben. Voll Ja. geschickt eigentlich. Wir waren jetzt bei Ikea. Jetzt gehen wir heim und bringen unsere Bettdecke und unser Kissen und unser Bettbezug heim. Wir ziehen uns vom Betten. Gehen wir noch einkaufen nachher? Was? Eigentlich hätten wir alles da. Aber voll gut, dass wir alles bekommen haben auf Anhieb. Eingekauft. Sieht voll riesig aus, der Rucksack. Da ist gar nichts drin. Eigentlich schweres drin. Aber es ist gar nicht so früh dunkel, oder? Wie viel ist denn jetzt? 4? Ja. Weil jetzt ist auch noch hell. Fast wie in Deutschland noch. Jetzt kommt sie. Thank you.
kleiner Bügel, jetzt kann ich die Jacke auch aufhängen. Danke. Ja, willst du dir?